Fries Tanzstudio, ja bitte. Wer ist da? Ich kann sich nicht verstehen. Moment mal bitte. So, nochmal bitte. Fischer hier, Robert Fischer. Ist die Tanzerei noch nicht zu Ende? Nein, die Tanzerei ist noch nicht zu Ende. Worum geht es? Können Sie Herr Tiron etwas ausrichten? Gut, sage ich hier. Die Tanzerei ist gerade zu Ende. Wie, was? Wieso, wie, was? Ich hab's nicht verstanden. Sagen Sie mal, so ganz okay sind Sie nicht. Ich sagte, der Tanzunterricht hat gerade aufgehört. Sie sind der Fries? Ja, das ist meine Frau. Worum geht es? Könnte ich Sie alleine sprechen? Ein paar Minuten. In einer für mich sehr wichtigen Sache. Ja, sagen Sie, worum es geht. Tut mir leid. Sie können ganz offen reden. Also gut. Sie wissen, was heute Nacht passiert ist. Oder wissen Sie es nicht? Heute Nacht ist eine Schülerin unserer Tanzschule ermordet worden. Haben Sie das? Ja, das Mädchen heißt Hetty Ruhn. Ja. Sie war eine Freundin meines Sohnes. Ach, wie heißen Sie? Fischer? Fischer. Und Ihr Sohn heißt Robert? Robert. Er hat gestern Abend hier bei mir angerufen. Ja, deswegen bin ich hier. Ich sollte seiner Freundin Hetty Ruhn ausrichten, dass er sie abholen würde. Er käme ihr entgegen und sie soll ihm nicht davonlaufen. Schlussfolgerung? Mein Sohn ist der Mörder. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht? Nein. Ja, was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie bitten, dringend bitten, der Polizei gegenüber dieses Telefongespräch nicht zu erwähnen. Ach, nicht zu erwähnen? Ja, wissen Sie, was Sie mir da vorschlagen? Er hat telefoniert, ganz aufgeregt. Sie hätten mal hören sollen, wie er gesagt hat, sie soll mir nicht davonlaufen. Wir werden das Gespräch nicht erwähnen. Wieso? Ja, willst du mich nun befragen? Willst du, dass ich lüge? Du bist nur gebeten worden, das Gespräch nicht zu erwähnen. Und du wirst es nicht erwähnen. Ja, haben Sie gehört? Sind Sie jetzt glücklich? Ja, sehr glücklich. Ich habe mich sehr zu bedanken bei Ihnen. Sie ersparen uns eine Menge Aufregung. Dieser Mann ist ein ganz gerissener Lügner. Aber bitte, ich sage nichts.